Seid ihr ein Paar? So, meine Lieben, das große Wiedersehen ist am Start. Wir natürlich auch und ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Es könnte heute sehr hitzig werden. Das, was ich schon, keine Ahnung, was meine Prognose von sehr vielen Wochen war, hat sich heute bestätigt. Und wir beschäftigen uns heute mit der großen Frage, Trennung, ja oder nein, was ist nach dem Finale passiert? Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Folge 10, oder nicht? Doch, es Folge ist Folge 10. 10. Folge seit 10 Wochen sitzen wir hier. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich mache das nicht so oft krass, mit. Ne? Aber ich sitze seit 10 Wochen hier, jede Woche. Und wir quatschen schon mal crazy, dass das heute Wochen. Endet. Eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du kaufst irgendwie so Tischfeuerwerk ich oder finde, so wir was. Haben nichts zu feiern. Erst recht bezogen auf diese Sendung. Ja, auf diese Sendung. Aber ich finde, wir, life is good, hallo. Gebt uns gerne euer Feedback, ne, in die Kommentare, gebt uns einen Daumen nach oben, ja, folgt uns bei Instagram, wenn ihr Bock habt und wenn ihr die komplette Sendung angucken wollt, weil wir jetzt nicht alles im Detail besprechen werden, wir wollen euch auch nicht langweilen, dann klickt unten auf den Link, dann kommt ihr zu RTL Plus und dann könnt ihr das große Wiedersehen angucken und ich weiß, dass dir wahrscheinlich viele Themen auf der Seele brennen. Möchtest du, also wollen wir wirklich mit dem Trennungsaspekt einsteigen? Nein, wir machen das hier wie in der Show. Tut mir leid, ihr müsst jetzt auch erstmal 30 Minuten gucken und euch irgendwelche Rückblicke anschauen, bevor es eigentlich zur Sache geht. Nee, hau raus, was du sagen willst. Ich steige gerne bei der Trennung ein. Ach, so spät. Oh mein Gott, du musst hier ja alles abarbeiten. Naja, das Erste ist euch auch aufgefallen, als man die ganzen Rückblicke gesehen hat, dass man ungefähr 80% der Kandidaten schon vergessen hatte. Nee, weil die habe ich übersprungen. Die Rückblicke. Du bist was? So, ich habe die Sendung gesehen. Warum soll ich mir die Rückblicke angucken? Ich habe die ganze Staffel gesehen. Ich habe die auch zum Teil übersprungen, aber ich finde trotzdem, du könntest wahrscheinlich keine 5 Kandidaten aufzählen. Naja, doch, die letzten 5. Ja, wow. Okay, dann eben zeigen wir noch 3 weitere. Okay, aber ich habe es auch leicht, aber ich habe Interviews gemacht. Johnny kann ich dir aufzählen. Oh Gott, Markus kann ich dir aufzählen. Ja. Den hatte ich aber. Nico kann ich dir aufzählen. Aber man hat die doch vergessen. Ja. Also Markus war ja so unser Renner die ersten 3 Wochen und dann war es ja over und den hat man doch schon wieder vergessen, obwohl es ja, 2 Monate ist halt, sind. Das ist die Schnelllebigkeit der Branche, ne? Ja. Aber es ist krass auf jeden Fall, stimmt, ja. Geht's euch auch so? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was ich super witzig fand, Fabian meinte dann so, als er gefragt wurde, wie er das jetzt empfunden hat, als er das nochmal alles gesehen hat. Und dann meinte er so, ja, ich war da schon sehr aufgewühlt. Und du siehst, alle 5 Kandidaten gucken sich so an, so, klar, aufgewühlt? Das ist richtig. Emotional aufgewühlt? Oder was meint er damit? Ich hatte das Gefühl, findest du nicht, dass die sich so ein bisschen abwertende Blicke zugeworfen haben bezüglich Fabian? Ich finde, da hat man schon die Stimmung gemerkt. Also wenn Blicke mehr sagen als Worte, das konnte man da auf jeden Fall gut analysieren. Also ich glaube, für angehende Psychologen oder so weiter wäre das sehr interessant, das zu analysieren, weil anhand der Gesichter konnte man schon ja ahnen, dass da noch was gedroppt wird. Ja. Ja, auf jeden absolut. Fall. Willst du dann da einsteigen? Na, wenn du noch was anderes hast. Ach, das ist so unwichtig. Alles unwichtig, ja, ich muss ja auch ehrlich sagen. Ach ja, doch, bezüglich wie spitz, ich weiß nicht, wie heißt die Moderatorin? Lola Weipert. Wie spitz die auf die Anleitung war von Oh Gott, stop it. Ja, aber ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, so nichts gegen Lola. Ich finde, Lola macht generell jetzt nicht so einen dollen Job. Ne? Also auch gerade, wenn man so Temptation Island... Hübsch. Ja, sie ist super hübsch, reicht leider nicht. Ich finde, den Job jetzt hier beim Wiedersehen hat sie ehrlich gesagt gar nicht so schlecht gemacht. Das war ganz gut. Sie hat auch noch ein bisschen nachgehakt. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber sonst, finde ich, ist sie unglaublich austauschbar, weil einfach sie bringt nicht so einen großen Mehrwert ein. Also auch bei Temptation Island VIP nicht, aber es ist mein persönlicher Geschmack. Ich finde, das nicht böse gemeint, aber ich finde, sie hat einfach keine Präsenz. Sie ist total hübsch. Ja. Sie sieht aus wie irgend so eine, die auf Instagram, keine Ahnung, 140.000 Follower 610. Hat. Ah, okay, so sieht sie für mich aus, die irgendwelche Dubai-Bilder postet. Ja, keine Ahnung. Jetzt geh bitte nicht ins Fettnäpfchen rein, so.
Wieso? Was kommt jetzt? Naja, nee, aber das werden wir hier nicht thematisieren, das ist zu komplex. Okay, ich bin gar nicht in dem Game. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Sie sieht für mich, also sie hat jetzt nicht, da geht es jetzt nicht ums Alter, aber ich finde, sie hat einfach keine Präsenz. Wenn die in den Raum geht, glaube ich, naja, gut. Hier bin ich schon wieder anmaßend. Genau. So. Wir beschäftigen uns jetzt mit den wesentlichen Themen, die euch alle auf den Nägeln brennen, sozusagen. Also, klar, Basti hat gewonnen. Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz vorwegnehmen, denn das macht auch noch mal so einen riesen Unterschied aus. Also, das Finale wurde im Mai gedreht, Ende Mai, und das Wiedersehen wurde vor 3 Wochen gedreht, bedeutet, vor 4 Wochen inzwischen, bedeutet, da ist natürlich eine sehr große Distanz, und deswegen hat man natürlich auch irgendwie eine emotionale Distanz zu bestimmten, ja, okay, Themen. Das ist irgendwie ganz klar, ja. Finde ich aber irgendwie auch gut, weil dadurch kann man es vielleicht auch besser reflektieren. Auf jeden Fall oder wurde auch dann, oder auch nicht, ja genau, wahrscheinlich letzteres eher. Und dann wurde halt so die Frage gestellt, wie ist es denn danach weitergegangen bei Basti und bei, wie heißt der, Fabian? Und ich meine, wir alle können uns das schon denken, aber wir gucken nochmal ganz kurz rein, was Basti und Fabian darauf geantwortet haben. Seid ihr ein Paar? Nein. Nein? Wir sind kein Paar. Kein Paar. Wart ihr direkt nach der Entscheidung ein Paar? Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir ein Paar waren für eine Woche. Für eine Woche? Aber... Das ist kurz. Ja, aber manche Beziehungen gehen halt länger, manche weniger. Aber ich glaube, das, was wir da hatten, war jetzt nicht so eine Standardbeziehung, sondern wir hatten halt eine wunderschöne Zeit auf Rhodos. Und auch im Nachhinein noch, die kann uns keiner wegnehmen. Aber wenn das dann halt nur die Geschichte auf Rhodos gewesen ist, ist das auch vollkommen okay. Ich möchte es mal ganz kurz chronologisch aufdröseln. Also, die Show war vorbei. Und was passierte dann? Ja, also ich glaube, wir sind beide dann in unseren Alltag wieder reingefallen. Ich glaube, Fabi war da auch auf Geschäftsreise. Und... der Kontakt ist dann irgendwie abrupt auch irgendwie weniger und weniger geworden. Und irgendwann habe ich halt dann selber auch gemerkt, okay, irgendwann kommt der Anruf, so, dass es heißt, okay, finito. Und dann war es schlussendlich auch so. Ja, surprise. Aber willst du was dazu sagen oder möchte ich? Weil sonst wird das hier ein Monolog. Sag du bitte erst mal was dazu. Mach den Monolog und dann, okay, dann kretsch ich rein. Also, Also, pass auf, Leute, ich versuche das jetzt sehr neutral zu machen. Ihr denkt irgendwie, dass ich da zu sehr im Game bin, ja? Also, erstmal habe ich schon immer gesagt, die Sendung verpflichtet dich natürlich nicht dazu, dass du danach irgendeine Partnerschaft eingehst. So, ja, müssen wir nicht drüber reden, ist irgendwie klar. Ich verstehe halt ehrlich gesagt nicht, warum man das irgendwie nach einer Woche beendet, ja, in Anführungsstrichen beendet. Die waren ja safe nicht zusammen. Aber danach kommt ja noch ein Rattenschwanz, der dieses ganze Ding noch ein bisschen komplexer macht. Also, ich verstehe halt wirklich nicht, warum man das nach einer Woche nicht irgendwie, keine Ahnung, sein lässt, weil da hat man sich doch schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, dass man die Person irgendwie gar nicht will. Also ich meine, du machst das Finale. Du hättest ja auch die Option gehabt, dich für gar niemanden zu entscheiden. Ja, finde ich in dieser Situation schon mal schwierig, weil dann denke ich mir auch so, okay, du wolltest es gar nicht probieren. Was war jetzt eigentlich deine Intention, da teilzunehmen? Reichweite abzustauben? Hast du nicht genutzt? Sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Die Liebe zu finden? Safe auch nicht. Warum das nicht so der Fall ist, reden wir auch gleich nochmal drüber. Jetzt kommst du. Das stimmt doch nicht. Wieso? So ganz. Er hatte doch ein bisschen den Griesert-Effekt. Er hat sich ja... Ja, das ist aber Part 2. Er hat sich ja dann im Prinzip nochmal ein bisschen umentschieden und deswegen kann ich schon verstehen, da gehen wir später drauf ein. Ja, wir können auch gleich drauf eingehen. Ich finde es übrigens total witzig, sorry, wenn ich dich unterbreche, dass du mit diesem Griesert-Effekt kommst, weil ich mir heute auch vorgenommen habe zu sagen, dass es eine griesertsche Wendung gab. Ja? Die Wendung gab es... Und zwar sieht es wie folgt aus. Ja, lass uns doch mal kurz in die Erklärung reingucken und dann kommentieren wir das. Okay. Ja? Jetzt für euch auf dem Silbertablett serviert von uns, für euch die griesertsche Wendung bei Prince Charming 2022. Dann hast du dich bei ihm gemeldet? Ja, ich glaube, wir sind an einem Donnerstag zurückgekommen oder Freitag und dann hatte ich mich am Wochenende bei Tim gemeldet. Ja, hab mal angerufen und hab mal so gehört, wie es ihm geht. Fabian, hast du die Nummer erst beendet mit Basti, bevor du dich bei Tim gemeldet hast oder hast du es gleichzeitig? Ich habe das ein paar Tage parallel sozusagen gemacht, genau. Du hast die Nummer mit Basti beendet. Was geschah dann? Ja, dann... habe ich Tim Kontakt aufgenommen und wir haben angefangen, uns zu daten. Das heißt, das war halt noch mal so eine starke Einschränkung, wo wir uns eigentlich auch nicht groß in der Öffentlichkeit sehen konnten. Wie viele Monate habt ihr euch dann getroffen?
Ja, was war das? 2 Monate oder so, ja. Und was passierte, dass ihr dann beide oder vielleicht auch nur eine Person gesagt hat, das ist es nicht? Was willst du? Wie ist es für dich? Also ich war eigentlich sehr bereit für was Ernstes und ich glaube, ich habe auch sehr viel investiert. Also eben, ich bin auch einmal fast 2 Wochen in Berlin gewesen und ich hatte schon sehr Bock so. Aber ja, es hat dann nicht gepasst, weil der Jäger muss ja jagen. Also die Jagd ist nie beendet irgendwie. Ich kann mir nicht eine Beziehung so vorstellen. Der Jäger muss jagen. Was bedeutet das? Ich glaube, so als Tim, ich bin ja sehr social und viel unterwegs, lerne viele Leute kennen und so. Und ich glaube, es war vielleicht auch für Tim dann schwierig, das in dem Moment irgendwie einzuordnen. Ich glaube, so ein bisschen Eifersuchtsgefühle, die da mitkamen. Ich brauche viel Freiheiten und ich glaube, da sind wir einfach für eine Beziehung dann am Ende nicht komfortabel. Also ich finde, es gibt gewisse Grenzen. Ich glaube, unsere Grenzen sind da irgendwo woanders. Und ja, so kam es dann. Wart ihr in der Zeit, in der ihr euch dann näher kennengelernt habt, exklusiv miteinander? Aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht schon. Naja, also kurz gesagt, habe ich das so interpretiert, dass er halt einfach Tim nicht aus dem Kopf bekommen hat. Mhm. Und dann hat er den Tim kontaktiert und dann meinte Tim so freundschaftlich, er will sich erkundigen, wie es ihm geht. Aber dann ist er ja ein bisschen mehr draus geworden. Und dann hat er ja theoretisch mit beiden Platz 1 und 2 gechattet, wie man dann verstanden hat. Also er hat das ja ein bisschen dual laufen lassen, parallel. Und da denke ich mir so, lieber Fabian, du bist so ein smarter Dude. Also ich meine, Ehrlichkeit... Smart, bezogen worauf? Aussehen? Ja, okay, gehe ich mit. Nein, aber ich meine, er hat ja auch einen guten Job, dies, das. Also soweit man das von außen beurteilen kann. Aber wieso hast du dich da... Also ich meine, Ehrlichkeit wert am längsten, ja. Aber vielleicht in einer TV-Show, ich hätte es nicht so gesagt. Also manchmal sollte man vielleicht doch den Mund halten. Ich finde, mit der Aussage, dass er das noch so... Ich will jetzt hier niemanden zum Lügen animieren, aber ich hätte das niemals gesagt. Naja, ich hätte niemals gesagt, dass ich 2 Typen da gleichzeitig irgendwie date. Ach so, das meinst du, okay. Ja, also damit hat er sich doch so, hätte er das nicht gesagt, aber jetzt finde ich, hat er sich selbst so den Müllkübel übergekippt. Ja, so. Also wir hatten mal ganz kurz fest, weil ich bin heute verwundert. Normalerweise ist er immer derjenige, der die Spitzen verteilt, aber ich glaube, heute muss ich diese Rolle übernehmen. Du hatest ihn die ganze Zeit. Nein, das Spaß. Ist sachlich richtig. Also erstmal Griesertsche Wendung bedeutet, Nico Griesert war Bachelor, hat dann quasi Michelle im Halbfinale rausgeworfen, um sie ins Finale zurückzuholen, hat sich dann für Mimi entschieden. Michelle ist 2. geworden und dann hat er aber Mimi gedroppt und Michelle genommen. Und das hätte eigentlich alles auch eine sehr schöne Liebesgeschichte werden können bei Prince Charming. Aber dafür müsste man eine ehrliche Haut sein. Und ich würde jetzt immer behaupten, dass das bei Fabian nicht der Fall ist, weil er entscheidet sich für Basti. Moment mal, er entscheidet sich für Basti, ja? Parallel dazu übrigens, innerhalb einer Woche, ja, kontaktiert er Tim. Ja. Also er holt den zurück, den er eigentlich nicht wollte, weil er gemerkt hat, er hat vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr Bock auf ihn. Okay, kann passieren, ist wirklich gar kein Problem, ja. Dann gehen 2 Monate ins Land und wir alle haben diese Bilder gesehen von den beiden. Und das sah wirklich sehr, sehr cute. Also übrigens Vertragsbruch, ihr habt euch in der Öffentlichkeit gezeigt als Paar. Gut, ja, Anzeige ist raus. Gage, 2000 Euro. Die 5000 Euro kann auch noch zurückzahlen, ja. Genau, wird dort... Nein, das ist so ein Insider, 2000 Euro. Kennst oder du nicht den Track? Nee, kenn ich nicht, aber bin ich so zu alt. Ja, okay. Ich hab's vorhin schon die ganze Zeit vernommen. So. Hätte alles schön werden können, wirklich. Finde ich, hätte ich auch echt cute gefunden, weil ja die ganze Base eigentlich auch immer gesagt hat, so Tim ist number one und irgendwie, ja. Ist, die, halt, ist die, die Lust ab auf Basti. Genau, genau. Und dann, jetzt kommt das eigentlich mit rein, was ich schon vor ein paar Wochen gedroppt habe, dass Alex, sorry, ich bin den falschen Short Temptation Island. I'm so sorry, ich bin so im Game. Alex ist auch so ein bisschen auf dem Niveau wie Basti, Quatsch, Fabi. Ich komme gar nicht mehr klar. Dass Fabian durch Europa tourt und dort natürlich am Schnackseln ist. Ja, das sagst du. Das sage ich. Er sagt nur,
er war offener und wie dann gesagt wurde, er war nicht exklusiv. Als süße Lola die Frage gestellt hat, war eure Beziehung oder Partnerschaft denn, oder was war das überhaupt? Und war das exklusiv? Sagt Tim meiner Meinung nach ja. Und dann sagt Fabian eiskalt so, na meiner Meinung nach nicht. Und dann dachte ich mir so, Bro, er nimmt schon wieder den Mistkübel und leert den über seinen Kopf selbst und aus. Sag doch einfach, I don't know. Aber also du bist, also in diesem Moment, das wäre eine Notlüge, es wäre okay, aber nimm doch bitte nicht. Also nein, das ist ja noch alles viel schlimmer. Also erstens, muss ich dir zustimmen bei dem, was du gesagt hast. Er stellt sich selbst bloß. Voll, aber warum sagt er denn von Anfang an nicht, was er will? Warum holt er denn Tim zurück, wo er von Anfang an wusste, Tim möchte eine echte Beziehung, wo er auch von Anfang an gesagt hat, Tim möchte eine monogame Beziehung? Und warum holt er ihn zurück, wenn er eigentlich weiß, dass er es nicht ernst meint? Und jetzt muss ich es nochmal betonen. Ich habe von Anfang an gesagt, dieser Mann möchte keine ernsthafte Beziehung. Frage 1, warum geht er in diese Reality-Show, wenn er nicht nach der Liebe sucht? Punkt 2, warum entscheidet er sich für Basti, wenn er eigentlich Tim möchte? Okay, ist ein Fehler, kann passieren. Warum holt er Tim zurück, wo er weiß, dass er eine ernsthafte Beziehung will, um dann in Europa Spaß zu haben mit diesem billigen Argument, ich habe meinen Sommer durchgeplant. Also erstmal kann man Pläne ändern. Zweitens wusste er ja, dass diese Show ansteht. Und dann sitzt er wirklich die ganze Zeit da und ist eigentlich immer nur so dumm am Grinsen. Das fand ich ehrlich gesagt, hat mich richtig aufgeregt. Weil, pass auf, weil ich es auch wirklich unfair Tim gegenüber finde. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, auf dieses Thema Alex gekommen von Temptation Island, Alex Petrovic, ihr wisst Bescheid. Das ist halt nicht so cool, wenn man dann nicht so mit transparenten Karten spielt. Und es ist halt wirklich ein bisschen, also ganz ehrlich, ne, natürlich, der wird, dem war irgendwie langweilig, die ist das und dem mochte ja Tim ja trotzdem, ja. Es ging einfach nur wieder um den Reiz. Aber den wollte er noch haben, den wollte er sich noch gönnen. Meinst du? Ja. Und wer war Platz 3? Wer steht als nächstes? Weiß ich nicht, weil... weiß Tim ich nicht, hat wer es war doch, Platz 3? Wer Platz 3 war? Philipp. Oder Dennis. Philipp. Und... naja gut, die sind ja zu zweit gegangen. Bei Fabian geht es ja auch tatsächlich immer nur um dieses Jagen. Boah, das hat ist so ja, eklig, das Leute. Das hat ja der Tim dem auch Tim gesagt. Der, wie Tim meinte dann so, oh, der Jäger muss einfach jagen. Und ich find diese Aussage so eklig. Aber das ist so schmutzig irgendwie, diese Aussage. Ja. Damit, Jäger ist zwar ein Mensch, aber ich finde, damit reduziert man sich so ein bisschen auf so animalistisches Level irgendwie. Und das finde ich irgendwie so schmutzig. Ja, aber das ist doch... Aber ja, er widerspricht dem ja nicht. Oder er hat das ja eigentlich... Er hat ja diesen Slogan mehr oder weniger... In die Umwelt und, gebracht. Und ich finde das ja auch ehrlich gesagt nochmal, ey Leute, leben und leben lassen, ich finde das auch vollkommen okay, aber dann bitte kommuniziere das doch offen. Und ich finde es halt schwierig, dass er dann quasi Tim zum zweiten Mal in dieser kurzen Zeit dieses Gefühl gegeben hat, so ey, ja, also ich meine, gut, hätte Tim mich jetzt eher gefragt, ja, okay, eher geht auch nicht, weil ich die Sendung nicht gesehen habe, dann hätte ich ihm sagen können, dass das nichts werden kann, weil er völlig falsche Signale sendet. Aber da muss ich jetzt auch am Ende nochmal wirklich random diese Frage stellen. Was war eigentlich die Intention von Fabian? Dieses ganze Liebes-Hack-Mack können wir irgendwie abhaken, weil das habe ich jetzt gerade schon 10-mal gesagt, dass es das nicht war. Spaß haben, okay, dafür muss man auch nicht in die Show gehen und sich zum Deppen machen, denn das hat er mit diesem Wiedersehen letztendlich getan. Muss man einfach mal... Wiedersehen hat... den sogenannten Christina Schachmatt-Move gemacht. Er hat sich selbst Schachmatt gesetzt. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich in seiner Vita Und jetzt, ich bin noch nicht fertig. Kein Glanzpunkt ist. Ich bin aber noch nicht fertig und jetzt geht es ganz genau weiter. Okay, die Parts waren es nicht. Dann dafür reingehen, dass diese Skandale aufgekommen sind mit diesem TikTok-Thema, auch wenn wir nicht wissen, ob das die Wahrheit ist, wir haben keinen Beweis dafür, dass er es gesagt hat, muss ich nochmal, aber es wurde drüber geredet. So, dann diese Grindr-Thematik, dann, und jetzt kommt noch das Wichtigste, wenn man jetzt sagen würde, der Mann ist wenigstens noch reingegangen für die Reichweite,
die Reichweite hat er ja auch nicht abgestaubt. Denn als ich jetzt mal geguckt habe, er hatte, glaube ich, als er anfing, 12.000 Follower oder so oder 11.5, 12.000. Jetzt hat er knapp 22. Und der hat dich doch bestimmt geblockt. Und nee, hat er nicht. Und jetzt mal alle anderen Prince Charmings. Aber er hat einen blauen Haken viel und mehr. Mit ja, dem blauen toll. Haken kann er jetzt noch mehr Dudes locken. Ja, aber, weil wir wissen ja, wobei ich glaube 2022 bockt das jetzt nicht mehr so. Aber 2020, 2021 war ja der blaue Haken das Statussymbol Nummer 1. Aber du lenkst ab. Du lenkst ab, Junge. Du lenkst ab. Jetzt mal ganz ehrlich. Was hat sich jetzt dann gelohnt? Nichts. Er hatte eine schöne Erfahrung mit den Menschen kennengelernt. Das hat sich doch jetzt mal ernsthaft, hat sich doch nicht gelohnt. Nee. Also, weiß nicht, darüber kannst du nicht urteilen. Du weißt ja nicht, was er für Erfahrungen und vielleicht auch für Elevation, also Weiterentwicklung erlebt hat. Optisch gesehen, und das ist ja nun alles immer Geschmackssache, ne? Optisch finde ich, ist er ja schon eigentlich von den vielen, die es gab, schon der attraktivste. Das will ich ihm nicht absprechen. Von seit wann sagst du sowas? Wieso? Naja, also ich finde schon, dass er mit einer der attraktivsten da ist. Und dass er dann auch nicht mal die Reichweite abgestaubt hat, liegt natürlich daran, dass er sich nicht an der Sendung beteiligt hat. Er hat so gut wie nie was gepostet. Ich weiß, jetzt bin ich wieder schuld, die Nachrichten habe ich schon bekommen. Naja, du weißt, warum er nichts dazu gepostet hat. Ja, aber naja, dann setzt du dich dahin und sagst, ja, ich habe nicht gedacht, dass so großes Interesse an meiner Person ist. Also ich meine, so groß war das Interesse ja nun auch nicht. Ja, also ich meine, die Views beim Prince Charming sind ja auch sehr überschaubar, weil es trotzdem eine Nischensendung ist, ne? Ja, mich hätte das interessiert, was er für ein Punishment bekommen hätte, wenn er dort nicht hingegangen wäre, weil ich an seiner Stelle wäre, glaube ich, dort nicht hingegangen. Nee, dann war sagen müssen, er hat C-Punkt. Meinst du? Ja. Also ich wäre da an seiner Stelle nicht hingegangen. Ja, aber ich glaube, die Blöße wollte er sich dann ehrlich gesagt auch nicht geben. Naja, aber was hätten sie denn gemacht? Hätten sie gesagt, wenn er krank gewesen wäre, hätten sie gesagt, okay, dann verschieben wir es nochmal eine Woche. Ich hätte nicht teilgenommen. Ja, aber das hast du vorher unterschrieben. Ich weiß, dass er auf Verträge scheinbar nicht so viel gibt. Jedenfalls bezogen auf die Sendung. Aber ich wollte eher auf Eheversprechen. Ja. Ist ja auch ein Vertrag. Ich muss sagen, ich fand diesen letzten Part sehr unterhaltsam, weil da endlich mal ein bisschen Zunder in der Bude war, auch wenn er das immer nur alles so weggelächelt hat. Aber was soll er denn machen? Der Arme. Ich meine, kann man nicht wenigstens mal ein halbes Jahr die Schenkel zusammenlassen? Ja? Also ich meine, das ist ja wirklich ein überschaubarer Zeitraum, sich selber einfach nicht die Blöße zu geben. Das war doch alles geplant im Sommer, hat er doch gesagt. Ja, okay, das habe ich vergessen. Also okay, ist schon bezahlt und dazu wurde schon die Location gebucht. Absolut. Dann geht das natürlich nicht. Nee, ich fand es so tragisch, weil die Bilder von den beiden waren ja schon echt so cute, gut. Optisch sind ja beide sehr attraktiv und es war schon so. Optisch hat es gepasst. Und dann wurde, ich fand es ein bisschen low, das fand ich eigentlich am schlimmsten, dass er dann Tim versucht hat, so ein bisschen als eifersüchtig darzustellen, ja, wo dann auch Tim gesagt hat, ey, ich sitze in Luzern und muss mir da Gedanken machen, weil ich nicht auf jede Party mit kann, wo du eingeladen bist. Und dann sagt er ja auch, ja, es war nicht exklusiv. Also ich meine, wie oft immer kommuniziert wurde, dass Tim eine monogame Beziehung wollte, kann ich das schon verstehen. Und das war mein Negativ-Highlight an dieser Folge, dass er dann so Tim versucht hat, als eifersüchtige, was weiß ich, Trine zu bezeichnen. Ja. Und weißt du, was eigentlich noch mein Highlight war am Ende? Wack. Ja. Am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, kommt doch raus, dass Fabian jetzt schon wieder in einer Art Beziehung ist, die kompliziert ist. Also irgendjemand in der Kennenlernphase. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, der wusste nicht mehr, was er sagen soll. Doch, ich habe doch letztens darüber berichtet, dass der angeblich jemand hat in London. Der ist ja nicht in London. Das Kleid ist aus London, Claudia. Sieht aber nicht so aus, mein Freund. Weißt du, was ich meine? Das habe ich so verstanden, dass es jetzt jemanden gibt, dass es kompliziert ist. Deswegen ist er immer in London. Das bedeutet, also irgendwie weiß er ja wirklich selber nicht, was er will. Ne? Weil irgendwie ist das ja immer dieselbe Struktur. Keine Ahnung, ich hatte das einfach so als Ausrede wahrgenommen. Aber es gab ja trotzdem dann noch ein anderes Pärchen, zumindest im Sommer. Sommerliebe. Zwischen Leon und Basti. Ja, aber das war absehbar, ne? Das hat man in der Sendung schon so ein bisschen gemerkt. Ich glaube, die beiden hatten einfach Spaß. Wurde dargestellt irgendwie, I don't know. Und dann gab es noch ein weiteres Paar. Ach, wer Dennis denn? Und Dennis. Aber die sind doch kein Paar. Naja, ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also wohnen die jetzt zusammen oder? Ich glaube schon, aber der eine Dennis wohnt, glaube ich, in Berlin, der andere aber nicht. Der andere wohnt, ich bin mir nicht sicher. Aber die meinten doch so irgendwie so, ja, wir sind wie ein Paar und I don't know. Auf jeden Fall. Ist ja auch aufgefallen, ich hatte das Gefühl, er hatte auf einmal viel mehr Tattoos als in der Sendung, oder? Weil das ganze Dekolleté so voll war. Das war nicht in der Sendung schon. Nee, so. Aber da siehst du, wie viel Zeit vergangen ist, ja, dass er die Zeit hatte, das zu machen. Also jetzt sicherlich zufriedenstellend als Staffelabschluss
nicht. Doch, komm. Also es wurde, gab schon noch mal ein bisschen Stress. Mir tut's halt wirklich... Für mich war es eine desaströse Staffel, deswegen war das trotzdem das Wiedersehen mein Highlight, weil da ist jetzt endlich mal, sind mal die Fakten auf den Tisch gekommen. So. Deswegen ja. war das schon gut. Also es tut mir leid, weil Tim ist so ein bisschen der Doppelverlierer irgendwie. Basti ja. war zwar auch ein bisschen schnippisch und hat, finde ich, ein bisschen komisch gewirkt, ehrlich gesagt. Aber irgendwie, da ist es ja jetzt schon wieder Monate oder Wochen her, da hat ihn ja. das jetzt nicht mehr so gebockt, hatte man das Gefühl. Ne? Ja, sind wir am Ende, wa? Aber, oh mein Gott, nee. Jetzt muss ich aber nochmal hier die Beschwerde einreichen bezüglich des Kusses. Ne? Ich habe das ja nie so wahrgenommen. Ah. Ich hab den nie beim Küssen zugeguckt. Und da wurde sich ja. Nein, eben dieses Mal nicht. Und da habt ihr ja auch in den Kommentaren, inklusive dir, über seinen Kussdeal gelästert, wo er auch dann angesprochen hatte, der hatte doch safe dich gemeint. Du weißt nicht, ob das noch andere gesagt haben, ich gucke jetzt keine Infos anderen und so. Videos, aber... Ja, aber ich hatte dann, man hat ja nochmal dann diesen Throwback gesehen, von wo Basti gewonnen hat und es sah... War wirklich katastrophal. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es lag am Größenunterschied. Ja, wie wenn er so einen Karpfen beatmet. Aber nee, aber der war auch, der ist auch so gehüpft und so. Ich glaube einfach, wie groß ist denn Basti? 1,19? Wie groß ist denn Fabi? Basti ist so 1,92 so. Ungefähr. Dann ist er 1,70. Und nee, Fabian ist so 1,82, würde ich ungefähr sagen, 1,83. Nein, da war das so ein riesen Höhenunterschied. Da ist mir das aufgefallen auf jeden Fall am Schluss. Aber, 1,92. Ist ja egal. Aber jetzt weiß ich, wovon... deine Community immer gesprochen hat. Naja. Gut, dann haben wir es. Jetzt sind wir sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Schreibt uns mal gerne eure Meinung dazu. Und eigentlich haben wir jetzt abschließend, auch wenn wir es nicht so mit dem Fokus thematisiert haben, ging es ja eigentlich wirklich wieder darum, wann sollte man kommunizieren, ob man sich datet oder nicht, ob es exklusiv ist oder nicht. Okay, daten, dass man sich datet, ist irgendwie irgendwann klar, ob das exklusiv ist oder nicht. Aber scheinbar war das nicht so leicht. Naja, der Jäger muss... Ja, der Jäger deswegen kleiner ist, Tipp ja. und was ich zum Beispiel aus dieser Show gelernt habe, wenn ihr eine monogame Beziehung wollt, sucht euch keinen Jäger. Ja, und was ich aus dieser Staffel gelernt habe, schlimmer geht immer. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.